Hallo und herzlich willkommen. Wir waren mal wieder ein Wochenende unterwegs und zwar waren wir dieses Mal auf dem Campingplatz Siesta in Mendig in Rheinland-Pfalz. Das liegt hier in der Nähe von Koblenz am Laacher See oder ganz in der Nähe von Maria Laach, wenn ihr das kennt. Das hier ist so die Einfahrt. Man fährt praktisch von der Autobahn runter und das ist ganz nah an der Autobahn gelegen. Und dann fährt man hier parallel der Autobahn so einen Feldweg entlang und dann kommt man zu dem Campingplatz. Dort befindet sich dann ein Stoppschild und eine Anmeldung, die zu der Zeit nicht besetzt war, als wir jetzt angekommen sind. Allerdings gab es ein Hinweisschild, dass erst ab 16 Uhr jemand da ist und dass man hinter dem Haus sich einen Platz aussuchen kann. Das haben wir dann auch gemacht. Hinter dem Haus befindet sich eine große Wiese mit Steckdosensäulen, aber es ist nichts parzelliert. Man weiß auch nicht so genau, wie man sich jetzt hinstellen soll am besten. Also ja, einfach mal so. Dieses Häuschen hier scheint auch ein Sanitärgebäude zu sein. Das war allerdings geschlossen zu der Zeit. Da waren lediglich die Spülmöglichkeiten draußen vorhanden. Die sanitären Anlagen, die ich gefunden habe, befinden sich hier in diesem Gebäude. Da gibt es auch eine Behindertentoilette, die Entleerung für das Chemie-WC und dann gibt es hier noch so einen Trinkwasseranschluss, aber auch der funktionierte nicht, als wir jetzt da waren. Die Entleerung für das Chemie-WC war allerdings eine saubere Angelegenheit. In dem Gebäude befindet sich noch die Möglichkeit, Geschirr zu spülen und zwar zweimal, wie man hier sieht. Und dann gibt es noch Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr. Also das sind ja eigentlich so Standardsachen, die man auf jedem Campingplatz finden sollte. Und dann gibt es hier jetzt zwei Toiletten. Ich bin jetzt natürlich hier in dem Damenbereich. Es war alles sehr sauber, da kann man sich nicht drüber beschweren. Allerdings, was ich dazu sagen muss, ist, es gibt weder Toilettenpapier, das muss man sich mitbringen. Hier gibt es noch eine Waschgelegenheit, wo man sich einschließen kann. Und hier dann noch zwei Duschen. Also es befindet sich kein Toilettenpapier da und es gibt aber auch keine Seife und keine Handtücher oder irgendwie die Möglichkeit, sich die Hände zu trocknen. Also da muss man dann immer alles mitnehmen und das finde ich für den Campingplatz ein bisschen ungünstig. Zumal es jetzt auch nicht so günstig war. Wir haben jetzt mit der Axikarte 19,50 € bezahlt, eigentlich 18 €. Wir mussten aber noch 1,50 € Müllentsorgung dazu bezahlen und für den Stellplatz an sich, denn es ist ja doch eher ein Stellplatz als ein Campingplatz gewesen, zumindest für uns, fand ich das jetzt nicht so ganz günstig. Es gibt hier noch den Spielplatz, wie ihr hier gerade gesehen habt, hier nochmal so einen kleinen Blick und den Stellplatz. Die Umgebung ist natürlich wunderschön, man kann sehr schön wandern. Hier jetzt der Laacher See. Wir sind jetzt da nach Maria Laach gelaufen. Das sind so ungefähr 1,5 bis 2 Kilometer ungefähr entfernt. Und der Besuch lohnt sich auf jeden Fall mal. Das ist wirklich wunderschön. Ich zeige euch jetzt hier nur mal so ein paar kleine Einblicke. Die haben auch eine eigene Gärtnerei, die sogar ziemlich groß ist. Und dann gibt es dann auch eine Schmiede, die man sich anschauen kann und ja, man kann halt schön da spazieren gehen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel so ein paar geschmiedete Sachen. Also es ist so ein kleiner Garten angelegt, wunderschön. Was ich noch vergessen habe zu filmen, ist der Bioladen. Die haben einen eigenen Hofladen, wo man eine ganz große Auswahl an Bio-Sachen kaufen kann. Unter anderem auch hier frische Eier von freilaufenden Hühnern. Das war wirklich schön anzusehen. Ja, für den es interessiert, auch natürlich sehr viele vegane Sachen und sowas. Wir befinden uns ja hier in einem Vulkangebiet. Der Laacher See ist ein Kratersee und dementsprechend gibt es hier auch immer wieder so Stellen, wo das Lavagestein abgebaut wird. Und man findet auch in Mendig viele Häuser und Bauwerke, die aus diesem Gestein hergestellt wurden. Wenn man jetzt fußläufig in die andere Richtung geht, kommt man zu einer Brauerei, die Vulkanbrauerei. Die kann man besichtigen. Die haben ein Brauhaus, wo man essen und trinken kann. Sehr, sehr schön, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ein Stückchen weiter befinden sich dann auch jede Menge Einkaufsmöglichkeiten. Ja, das war mein Video zu dem Campingplatz Siesta. Alles, was ihr sonst noch wissen müsst, schreibe ich euch unter das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und gute Fahrt. Tschüss.